Mein Name ist Jetzke, Gidre und Maria. Ich bin die komische Puppe. Und heute, wir präsentieren von euch unsere Wunderbar für die Spielzeit 2012. Wir haben entschieden, noch mit unseren fantastischen Kunstformen weiterzugehen. Und wir kombinieren Internet, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, Spektrum, alles. Und ich erzähle ein bisschen über die Anfang-Inszenierung ist eine komplett neue Fassung von Die Fledermaus von den Geschwisterfistes. Diese Inszenierung ist in der Schweiz seit 2 Jahren herausgekommen. Ich habe gesehen, und Kai Titi hat und der Geschwisterfistes hat komponiert, eine unglaubliche Klangfarbe. Man kann es nicht erzählen. Sehr außergewöhnlich. Eine von meinen wichtigen Musen ist Kurt Weill. Kurt Weill hat natürlich den Soundtrack für die Fledermaus geschrieben. Kurt Weill ist Kurt Weill. Diese Inszenierung wird inszeniert von unglaublich talentierter, unglaublicher junger Talent, der wunderbar junge Dirigentin, so erfolgreich, sehr besonders. Die zweite Premiere nächste Spielzeit ist etwas sehr außergewöhnlich. Vor einer langen Zeit, ich habe gesprochen mit Bremer Stadtmusikanten auf der Bühne. Hallo. Ich möchte das noch einmal machen mit unserer GMD Eines Rubikus. Diese Spielzeit, ich habe versucht, ein bisschen zu basteln über große Stücke des 20. Jahrhunderts. Richtig mit schwerer, großer Sachen. Einer von meinen Lieblingsstücken ist Rameau. Ein wunderbar melancholische, seltsame, schräge Liebesgeschichte. Fast der Tristan und Isolde von französischer Barockmusik. Das hat eine unglaubliche Kraft. Ich bin sicher, wenn Sie denken, ich bin kein Fan von Marcel Davis oder ich liebe Handel und ich liebe meine Bach, aber ich habe ein Problem mit Obst und so weiter. Dieses Stück wird Ihre Meinung ändern. Und wir werden nächste Spielzeit spielen. Sie sind unsere Künstler und Künstlerinnen, weil wir präsentieren von euch eine Krise. Ein unglaublicher, nicht oft gespieltes Stück. Sehr außergewöhnlich. Eigentlich ein Meisterstück von der Kurt Weill Foundation. Wir machen als Geschenk für euch. Wir hoffen, dass Sie genießen dieses Geschenk. So bitte, Sie müssen das sofort kaufen. Sehr besonders. Auch und gerade für Opernallergiker geeignet. Ich freue mich. So. What I'm thinking.